den Motor gefallen. Heute ist mein Tag, ich sag's euch. Zweite Runde, wieder gleiche Garage, gleiche VFR. Heute kümmern wir uns um den Luftfilterwechsel und den Kühlflüssigkeitswechsel bei Rüdiger. VFR heißt Rüdiger, eine Dame hat ihn so benannt. Ganz kurze Theorie zu Luftfilter. Wartungsplan für die VFR RC362 sagt alle 18.000 Kilometer Luftfilter und alle 24.000 Kilometer Kühlflüssigkeitsüberprüfung. Man kann viel machen zur Kühlflüssigkeit, gucken, ob die noch okay ist, ob genügend drin ist, etc. Ich werde sie einmal komplett ausspülen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die ist ziemlich dunkel. Die sollte eigentlich blau oder rot oder so sein. Rosa in dem Fall. Was auch immer hier ist. Das lassen wir ab. Spülen durch mit destilliertem Wasser. Das steht nur gerade da drüben. Und füllen ein neues ein. Eigentlich ganz einfach, dauert noch eine Weile. Zusätzlich kriegt sie einen neuen Luftfilter. Ich weiß nicht, wo sie die Weile stand, was da alles reinkam. Die Idee ist, Luftfilter filtert die Luft, die dann in dem Fall über den Vergaser, weil altes Bike, Vergaser mischt Luft und Benzin, in den Motor kommt. Und damit dort kein Dreck und Verunreinigung reinkommt, die Düsen im Vergaser verschmutzen oder den Motor irgendwie schädigen, gibt es Luftfilter. Kleine Luftfilter, in dem Fall ein kleines Schaumstoffset für meine 450, bisschen eingeölt. Das macht nichts anderes, als über das Öl Partikel zu binden im Filter. Und wie immer gilt unbezahlte Werbung. Ich bezahle den Krempel alles selber. Ich krieg nichts gesponsert. So, das hier, andere Hausnummer, ist der Luftfilter für die Dame. Die hat ein bisschen mehr Luftbedarf als die 450. Das heißt, wir haben hier so einen Luftfilter. Das ist im Prinzip das gleiche, ist ein Papierluftfilter, kein Schaumstoffluftfilter. Der wird oben in die Luftbox gesetzt. Der alte kommt raus. So einfach ist das. Sozusagen Plug and Play. Das ist die Theorie. Für den Luftfilterwechsel müssen wir in dem Fall unter den Tank. Bei anderen Modellen, gerade den älteren, sitzt der Luftfilter hier. Die Luft kommt hier rein und wird dann so in die Vergaser gegeben. Da das hier ein V4-Motor ist, hat er die Zylinder ein bisschen anders und den Vergaser ein bisschen anders. Das heißt, der Luftfilter sitzt hier unterm Tank. In dem Fall gehen hier noch Sensoren hin. Im Normalfall haben wir also 1-2 elektrische Kabel plus Benzinschlauch, der ist auf der anderen Seite. Hier unten drin, zeige ich euch gleich noch, ist ein Benzinhahn, den machen wir zu, dann läuft nichts aus dem Tank raus. Dann kappen wir alle Leitungen, schrauben ihn ab, klappen ihn hoch oder nehmen ihn ab und dann kommen wir unten drunter an den Luftfilter. Klingt wilder als es ist, ist gar nicht so schwierig. So, wir fangen mal an, das elektrische Kabel zu disconnecten, das drücken wir mal auf die Seite. Jetzt haben wir hier die zwei Benzinschläuche mit einer kleinen Zange kann man die Drähte, die gehen praktisch so um den Schlauch und mit der Zange kann man es dann so zusammendrücken, dass die Drähte aufgehen und man sie runterdrücken kann. Damit kann man die Schläuche eigentlich recht einfach lösen. Nicht einfach dran ziehen, das wäre nicht so gut. Als erstes, bevor wir irgendwas abmachen, machen wir den dieses Kabel. Machen wir den Benzinhahn auf. Zu. Da ist ein Benzinhahn drin, teilweise ist er an der Seite, teilweise auf der linken Seite. Meistens ist irgendwo ein Benzinhahn, mit dem ihr dem Tank sagen könnt, halt die Klappe, lass nichts rauslaufen. Und dann klappt das. So. Versuchen wir das mal zu lösen. Das ist jetzt hier ein bisschen Frickelkram mit diesen Metallzwicken. Langsam und bedächtig die Schläuche abmachen. Vorsichtig mit den kleinen Drahtbügeln, die sollten nicht verschwinden, nicht nach unten wegrutschen. Aber das Ding sitzt fest. Jetzt nicht mehr. Haben wir auch das fest ab.
fest ab. Na, fest kommt ab. So rum. So. Jetzt habe ich, ich hoffe, ihr könnt sehen, dort die beiden Schläuche. Das dürften die Unterdruckschläuche sein und der Schlauch, der zum... Der Unterdruckschlauch zieht Benzin über den Schlauch zu den Vergasern. Und auf der anderen Seite haben wir dann tatsächlich den Ablauf zur Benzinpumpe. Nicht, dass da noch ein paar Tropfen Benzin sind, die irgendwo hintröpfen. Einfach einen Lappen hier rein, dann passt das. Zieh das ab, dann müssen wir dort diese Schraube lösen und dann kann man den Tank abheben. Da innen drin habe ich es nicht abgekriegt, weil diese Klammern echt fies sind. Die kann man mit den Fingern kaum drücken. Also habe ich es hier vom Benzinfilter gelöst. Das sind beides 10er Schrauben. Das heißt, ich sichere auf der linken Seite und drehe auf der rechten Seite lose. So, ich habe geguckt. Hier war einfach noch eine Stange verschoben, die da drin sitzt. Die hat dann hier geklemmt. Ansonsten sollte jetzt, und wir kennen diese Sätze, wie die ausgehen, der Tank einfach abgehen. Das Problem ist, ich habe vorne keinen Griff. Ich habe nichts, wo ich ihn vorne festhalten kann. Und er ist voll und scharfkantig. Es wird also lustig. Wenn es gleich scheppert, könnt ihr wenigstens lachen. So, wo stellen wir den hin? Der Herr hat natürlich nichts vorbereitet. Tada, Tank weg. So, ich werde mal off camera hier zwischendurch etwas sauber machen. Hier haben wir alles. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hier ist der Luftfilterkasten. Das war mal eine Spinne. Und so sieht das aus, wenn es sauber ist. Das hier ist die Luftbox. Hier drin ist der Luftfilter mit 8 Schrauben gesichert. Genau, hier, hier, hier. Das hier ist der Vergaser. Nur, dass ihr mal seht, wo der ist. Zumindest 2 der Vergaser. Die anderen beiden sind da vorne unten. Das liegt an den beiden V-förmigen Motoren, die so gehen. Das sind hier und da die Vergaser drauf. Und die ziehen beide aus dem zentralen Luftfilter ihre Luft. Ich hole euch mal hoch, dass ihr reingucken könnt. Dann machen wir auf, wechseln Luftfilter aus, machen zu, Tank wieder drauf, alles anschließen, fertig. So einfach geht das. Die Schrauben packen wir mal sicher wohin. Ich lege die da unten auf den Teppich und dann machen wir hier mal auf. Mal gucken, was wir finden. Das da sollte dann nicht so aussehen. Das wird gereinigt werden, aber hier innen, das ist das Wichtigste, sieht gut aus. Und hier haben wir den Luftfilter, der nicht rauskommen will. Wieder typisch, kommst du da raus. Moment, das universelle Rausholtool. Ah, so, hier ist eine Gummidichtung. Die sollte mal da bleiben, die ist auch leicht geölt, das ist gut. Und hier unten drunter, das zeige ich euch gleich noch von nah, sind die 4 Vergasereinlässe. Achtet drauf, wenn ihr da was habt, generell Öffnungen, wo der Luftfilter reingeht, da darf nichts reinfallen. Das kriegt ihr nur mit sehr viel Akt wieder raus. Achtet da einfach drauf. Ihr könnt was drüber legen, ihr könnt irgendwas, was natürlich größer ist als die Einlässe, reinstopfen. In dem Fall hier ist die Dichtung nicht mehr ganz heile. Das ist leider nicht so gut. Aber sie schließt noch wunderbar. Dann kriegt sie ein bisschen Öl. Habe ich hier noch Öl? Ich habe hier noch Öl. Und dann sollte das klappen. Den alten Luftfilter entsorgen wir mal. Nehmen den neuen aus der Verpackung. Und packen den
genauso rein wie den alten. In dem Fall Metall nach außen. So, bevor wir das machen, hat Papa noch einen Finger Öl. Und ölt die Dichtung ein. Der Vorteil von Öl ist auch, dass es natürlich abdichtet durch die Feuchtigkeit, durch die dicke Viskosität und gewisse, sagen wir mal, Luftlöcher im Luftsystem verschließt, was durchaus von Vorteil ist. Okay, in den Deckel passt er. Dann einfach wieder drauf machen. So, setzt sich von alleine sozusagen rein. Bisschen drücken. Und dann nehmen wir die Schrauben, Entschuldigung, und schrauben es wieder zusammen. Und wieder drauf mit dem Ding. Mal gucken, dass es auch mir nicht die Finger zerfetzt und nicht irgendwo doof drauf sitzt. Hier fällt nämlich gerade ein Gummiring ab. Jetzt mal wieder drauf und fädeln das ein. So. So. Das Motorrad rollt mir vom Ständer. Das ist unpraktisch. Hier rein. Und es sitzt schon an der richtigen Stelle. Wie praktisch. Und Schrauben fest. Ich bin sicher, hierfür gibt es auch eine korrekte Drehmomentnummer, aber mit Schraubensicherung und fester ging nicht, sollte es fest sein. Dann schließen wir jetzt hier die Schläuche wieder an. Diese Klammern zusammendrücken, dann wird es hier breiter, loslassen wird es hier enger. Das ist alles. Man nimmt eine Zange, drückt die zusammen und kann sie dann auf dem Schlauch hoch und runter schieben. Jeder, der jetzt was Versautes gedacht hat, selber schuld. Und jetzt ist Gleiches wieder andersrum. Schlauch auf die Stutzen schieben. So, den können wir auch schon mal verbinden. Einmal Stecker für den Tankstandsensor, Benzinstandsensor, wie auch immer, eingeklippt, ist hier in seiner Halterung, sitzt, die beiden sitzen gut, liegen nirgendwo an. Dann gehe ich mal auf die andere Seite und gucke euch an, während ich dort drücke. Dazu empfiehlt es sich, eine Schraube zu nehmen. Dann ist das hier aufgrund der vorher erwähnten Aktion am Benzinfilter statt unterm Tank wesentlich einfacher. Man schiebt es einfach, also einfach ist relativ, man schiebt es wieder drauf. Jetzt kommt die Creme de la Creme. Trommelwirbel. Gucken wir mal, ob es geht. Tankstandsanzeige geht auch, springt sofort an, läuft noch ein bisschen mager, klar, wir haben ja die Benzinleitung durchtrennt, das dauert einen Moment, bis dann die Vergaser wieder nachversorgt werden, aber alles dicht, können wir mal den Schnellcheck machen, alles dicht. So, damit wäre der Luftfilter gewechselt. Es ist verhältnismäßig einfach, es ist ein bisschen Frickelkram, ich muss zugeben, bei meinen anderen Bikes ist es einfacher, aber man trennt die Schläuche, man nimmt den Tank ab, man macht den Luftfilterkasten auf, neuen Filter rein, Kasten zu, Tank drauf, Schläuche wieder dran, fertig. Empfiehlt es sich einfach, damit die Maschine gut atmen kann. Wie gesagt, bei anderen Modellen muss es nicht zwingend unterm Tank sein. Es kann hier sitzen oder von der anderen Seite seitlich zugänglich sein.
Auch hier der Tipp, holt euch ein Werkstatthandbuch, das hilft immer. Da habt ihr alle Infos drin und Schaltpläne und Baupläne und wie ihr was auseinandernehmt. Da kriegt ihr auch die Wartungsintervalle mitgeteilt etc. Ansonsten gibt es die Infos auch teilweise im Internet. Achtet nur darauf, wo ihr guckt. Nicht alles, was im Internet steht, stimmt auch. Wir wechseln mal zum Kühlflüssigkeitswechsel. Um mal generell das Kühlsystem zu erklären, für die, die es nicht wissen, neuere Bikes haben ein aktives Kühlsystem. Ältere haben zwar auch hier vorne so Rippen, wie ihr da vielleicht sehen könnt. Da ist dann teilweise das Öl drin und wird gekühlt. Die VFR hat sowas auch. Das sitzt hier oben, das ist der Ölkühler, das ist der Kühlflüssigkeitskühler. Wenn schon, dann beides. Ne? Auch das hatte ich so noch an keinem anderen Bike. Das heißt, wir haben hier die Kühlrippen, die werden versorgt oder die kühlen die Flüssigkeit, die hier in den Motor geht, auf der anderen Seite rauskommt. Das ist eine Wasserpumpe, die ist auf der anderen Seite, zeige ich euch gleich, oder eine Flüssigkeitspumpe, die das Ganze in Kreislauf hält ab einer bestimmten Temperatur. Wenn ich mich recht entsinne, bei der VFR, also bei dieser VFR bei 82 Grad, dann springt diese Pumpe an. Hier auf der Innenseite sitzt ein aktiver Lüfter. Der wird dann angeschmissen und dann dreht sich das Ganze, das hört man. Damit jetzt, weil sich bei Wärme diese Flüssigkeit durchaus dehnt, das hier nicht explodiert, hier ist der Einfüllstutzen der eigentliche, gibt es einen Überlauf. Das heißt, das ist der Überlaufbehälter und hier sieht man auch, ist drin bis zum Upper, das ist genau richtig. Hier ist dann wiederum, falls das hier mal zu sehr steigt, noch ein Notausgang, also Sicherheitssysteme bis zum geht nicht mehr. Wenn man das Kühlsystem durchspült, es gibt spezielle Reiniger, meiner Erfahrung nach reicht einfach destilliertes, sauberes Wasser, was man so in 5 oder 10 Kilo Bottichen kriegt, durchspülen, bis diese ursprüngliche Flüssigkeitsfarbe weg ist. Das heißt, zwischendurch werden wir die Maschine immer wieder anschmeißen, damit sie Wärme bekommt, weil erst ab 82 Grad tatsächlich dieser Kühlkreislauf gestartet wird. Damit das ein bisschen durchgespült wird, dann lassen wir sie wieder abkühlen, lassen die Kühlflüssigkeit abkühlen, weil die steht sonst unter Druck und kann ordentlich ins Gesicht spritzen. Großes Aua, wollen wir nicht. Und dann lassen wir das Ganze ab. Das läuft dort drüben auf der anderen Seite an der Wasserpumpe. Füllen Wasser ein, machen das Ganze nochmal und gucken einfach, wie viele Durchgänge wir brauchen, bis das Wasser relativ sauber rauskommt. Dann lässt man das rauslaufen, füllt 2,6 Liter in dem Fall, glaube ich, gucke ich auch nochmal nach, Kühlflüssigkeit ein. Beachtet hierfür, es gibt Kühlflüssigkeit für Motoren und es gibt Kühlflüssigkeit speziell für Alu-Motoren. Ich habe das richtige Mittelchen geholt, das ist für den Motor okay. Und das greift dann auch nicht die Dichtungen oder Ähnliches an. So, dann zeige ich euch mal, wo die Wasserpumpe ist. So, wir sind jetzt auf der Seite des Bikes. Hier wieder der Kühler mit dem dicken Schlauch, dem wir folgen, runter zur Wasserpumpe. Die Wasserpumpe als solches pumpt den Kreislauf, logisch. Das hier, das heißt das Näheste zum Schalthebel. Diese kleine Schraube, ihr seht, die ist so ein bisschen, die hat hier dieses Ding, das ist der Dichtschutz. Die schrauben wir jetzt ab. Wenn wir die abschrauben, kommt die Flüssigkeit raus. Wenn wir auf der anderen Seite den Einfüllstutzen vorsichtig öffnen. So, dann probieren wir das mal. Das Ganze ist kurz sauber gemacht. Hier, wie gesagt, die Schraube. Und dann setzen wir mal an. Halten wir es unter, ne? Soll ja nicht zu extrem rauskommen und da tropft es schon. Sieht gut aus, milchig grün. Dann lassen wir das hier mal stehen. Man merkt, es kommt schon mehr. Dann halte ich es mal etwas näher dran. So, während das hier raustropft, das sieht eigentlich noch gut aus, aber wenn wir schon dabei sind, wechseln wir das Ganze. Da tropft es aus der Ablassschraube bzw. da. Es gibt natürlich noch andere Stelle, wo man das Ganze rauslassen muss. So, ich habe hier schon mal ein Werkzeug reingesteckt. Ich versuche es mal auf der Kamera einzufangen. Es ist natürlich alles andere als gut sichtbar. Ich weiß nicht, ob wir... Ich brauche mehr Licht. Moment. So, mal gucken, ob wir es so rumsehen können.
Entweder ich mache mir Schatten oder ihr seht es nicht. Diese Schraube, da, diese Schraube unterhand der Krümmer auf beiden Seiten, auf der anderen Seite da, wo halt das Werkzeug ist. Die müssen noch abgelassen werden. Das sind die Zylinderkopfablassschrauben. Die auch raus, könnte eine Sauerei werden, mal gucken. Dann müsste alles rauskommen. Ich habe dazu den Deckel wieder auf den Einfüllstutzen gemacht, deswegen tropft da jetzt auch ein bisschen weniger gerade, damit es nicht gleich rausschießt. Das heißt, ich mache erstmal auf, gucke, was kommt und drehe dann langsam am Einfüllstutzen. Hier ist ja eine Belüftung des Systems, das heißt, es könnte sein, dass es da schon ein bisschen tröpfelt. Ich muss mal gucken, wie ich das da am besten auffange, weil überall hinfließen sollte es ja auch nicht. Mal gucken, was ich mir da basteln kann. Wir haben diese Seite schon entleert. Da hinten tropft es noch in einen kleinen Becher. Ist immer gut, so Becher zu haben. Und wir gehen jetzt an diese Schraube. Auf der Seite habe ich die Schraube schon mal rausgeholt. Ich hoffe, man kann es irgendwie sehen. Extra Licht hergeholt. Die hat einen kleinen Kupferdichtring. Es tut mir leid mit dem Licht, das ist hier ein bisschen schwierig. Dieser Kupferdichtring sollte ersetzt werden. Zum Glück habe ich ja ein kleines Set, da kann ich das machen. Und jetzt hoffe ich mal, diese Schraube hier zu lösen, ohne dass irgendwas explodiert oder anderweitig kaputt geht. Oh, da kommt Staub entgegen. Ist immer ein gutes Zeichen. Schrauben wir mal weiter. Eng ist gar kein Ausdruck, ich sag's euch. So. Ist nicht schlimm, der Teppich wird eh ersetzt. Aber genau dafür ist er ja da. So. So. Das ist alles abgelaufen. Wir nehmen jetzt uns noch den Ausgleichsbehälter vor. Der ist mit einer Schraube gesichert. Hat hier einen Ablassschlauch, der hier oben startet. Das heißt, der hat hier nur so Füßchen. Diese Füßchen, die hier in Metalltabs sitzen. Und dann können wir das einfach so ausleeren. Das habe ich schon gemacht. Und beim Halten gegen das Licht ist mir etwas aufgefallen. Dazu nehme ich euch mal mit nach hier hinten. Ich weiß nicht, ob euch das da ein bisschen komisch vorkommt. Das ist im unteren Teil des Ausgleichsbehälters. Das werde ich jetzt erstmal sauber machen. Ich habe mir dazu eine Bürste geholt, werde ein bisschen destilliertes Wasser reinlassen und dann mal gucken, ob ich es ausgurken kann. Mache ich natürlich, wenn es hier unten ist, damit die ganze Reinigungssuppe nicht hier oben reinläuft. Ich will es ja letztendlich sauberer kriegen. So, liebe Leute, ich habe den Ausgleichsbehälter gespült. Es ist ein bisschen besser. Bisschen heller. Das ist noch nicht perfekt, aber es muss erstmal reichen. Der soll jetzt schön austropfen, deswegen liegt er da. Lag da. So. In dem Eimer, den ihr nicht seht, ist das Restliche, also ist alles ab, was abgelassen wurde. Ich habe jetzt den Ausgleichsbehälter nicht wieder angeschlossen. Für den sind explizit 0,3 Liter Kühlflüssigkeit notwendig. Ich will ja durchspülen. Ich habe jetzt mal 1 Liter Wasser abgemessen. Ich werde also 2,3 statt 2,6, um für das Weglassen von dem Ausgleichsbehälter auszugleichen, 2,3 Liter Kühlflüssigkeit Wasser einfüllen. Sorry. Dann die Maschine anmachen und laufen lassen, bis sie eine bestimmte Temperatur hat. Das heißt, bei 80 Grad fängt sie an, das Ventil aufzumachen. Laut Handbuch 82 Grad, laut Honda, da haben wir wieder wunderbare Differenzen. Bei 95 Grad ist das ist die Kühlöffnung, also das kommt nicht aus Namen, das Ventil ist komplett offen. Das Thermostat ist komplett offen. Und so lange werde ich die Maschine laufen lassen, damit der Kühler anspringt, das ist ein gutes Zeichen. Dann ausmachen, abkühlen lassen. Wieder alles ablassen und dann
seid ihr wieder dabei und wir werden Kühlflüssigkeit einfüllen. So, ich habe jetzt hier relativ viel eingefüllt. Es fehlen noch ungefähr 0,5 Liter. Das liegt daran, dass wenn es hier voll ist, es über den Ausgleichsbehälter, beziehungsweise hier in den wunderschönen grünen Eimer, gerade das Wasser rausläuft. Der Grund ist einfach, dass im kompletten System natürlich jetzt Luft ist und die kommt nicht überall raus. Dazu kann man, während man das offen lässt, entweder eine ganze Weile warten, das Motorrad rütteln, was ich nicht empfehlen würde, sondern tatsächlich einfach den Motor starten, den Motor drehen lassen, dadurch wird der Wasserkreislauf gestartet und die Luft kommt da oben raus. Es kann ein bisschen spritzen, nicht wundern, das nennt sich dann Entlüften. Sollte man so oder so machen. Das heißt, erstmal vollfüllen, bis es voll ist, immer vorsichtig einfüllen und dann den Motor laufen lassen, entlüften und Stück für Stück nachgießen, während der Motor im Leerlauf dreht, bis man auf die erforderliche Menge gekommen ist. Dafür zeige ich euch dann aber später, muss der Ausgleichsbehälter wieder dran. So, eine Korrektur meinerseits. Das da ist die Ablassschraube, nicht das da. Das Handbuch hat Unrecht. Hier kam eine ganze Ecke mehr raus. Ist jetzt durchgespült, zweimal mit Wasser. Ist ziemlich sauber. Können wir gleich oben nachfüllen. Ich mache dann hier zu und die beiden Punkte vorne an den Zylinderköpfen. Und alle Schrauben sind mit neuen Dichtringen versehen. Und dann passt das auch, ne? Also, da rauslassen. Nicht da. Da. Wir haben fertig, wir können füllen. Das ist für Alu nicht gesponsert, nicht bezahlt. Für Alu-Motoren zugelassenes Kühlermittel. Und im Handbuch steht, wir füllen vorsichtig ein. Ich mache nichts anderes, als hier mit dem Finger auf Abstand halten, damit ich sehe, was durchläuft und wenn es gegenblubbert, ich gegenhalten kann. So viel dazu. Und dann gucken wir einfach mal. Da ist Flüssigkeit drin. Hier ist noch nicht ganz so viel drin. Und wir entlüften jetzt. So, wir sind fertig. Da ist jetzt rote Flüssigkeit drin. Ein bisschen dunkel, aber glaub mir einfach, die ist da drin. Da ist rote Flüssigkeit. Kaugummi, wie man sehen kann. Ist befüllt. Hat genügend Ausgleichsplatz. Alles ist wieder dicht und zu. Das heißt, wir nehmen jetzt den Deckel. Und schließen das System. So. Vorsicht. Never open when hot. Genau, merkt euch das. Das heißt, Flüssigkeit, Kühlflüssigkeit, ihr wechselt. So, wir sind fertig mit dem Kühlflüssigkeitswechsel. Alles drin, alles gut. Läuft, ist entlüftet, ist dicht, alles kontrolliert. Damit war es das. Das ist der Krempel, den wir rausgeholt haben. Sieht noch relativ gut aus, außer man guckt nach da unten. War anscheinend doch nötig. Wichtig ist, es ist ein Alugussmotor, Alugussflüssigkeit drin, in dem Fall silikatfrei. Hat die Farbe rot, merkt euch nur, niemals die Farben mischen, sonst gibt es ganz fürchterliche Magie. Ansonsten sind wir damit fertig, wie üblich, alles selber bezahlt, alles selber gemacht. Ich bin kein Experte, wenn ihr Anmerkungen habt, haut es in die Kommentare. Als nächstes geht es dann an die Brems- und Kupplungsleitungen, die werden auf Stahlflex gewechselt und neu befüllt, weil wer weiß, wie lange die schon hier ihr Dasein fristen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, viel Spaß. Ich hoffe, es hilft euch irgendwie, gibt euch eine Idee. Im Prinzip funktioniert alles bei jedem Motorrad so in der Art, vorausgesetzt ihr habt eine Kühlung. Dann könnt ihr das auch so machen, irgendwo ist immer ein Ablass. Man füllt da ein, man entlüftet und fertig. Und ja,
würde ich sagen, hasta luego.